Hallo und herzlich willkommen heute mein Spessartbahn. Und zwar spiele ich die Trainingsmodule noch einmal durch für euch. Ich zeige euch mal die mein Spessartbahn Einführung als erstes. Ich starte die mal für die, wo sich nicht schlüssig sind. Also hier bin ich dann als Passagier unterwegs. Also ganz gemütlich, ich muss nichts machen. Dies ist Bahnhof Lohr auf der Main-Spessart-Bahn. Folgen Sie den Markierungen durch die Station zu einem Zug. So, ihr seht, da sind gerade zwei Züge, die einfahren werden. Das sind so kleine Mini-Missionen, wo man machen kann. Das ist normalerweise weiß, leer. Wenn man da hingeht, kann man das ankleben, blöd gesagt. Das sind so kleine Mini-Aufgaben, wo man machen kann. Und es gibt in jedem Szenario etwas anderes, wo man machen kann. Hier sehen wir die gerade einfahren. Hier kommt mein Zug. Hat mich gerade einer angerempelt, wie ihr gesehen habt. Also auch hier wieder alles sehr schön detailliert. Man kann alles lesen und so. Ist wirklich schön gemacht. Nichtraucher. Also man kann auch die Türen öffnen, schließen etc. hochgehen. Ich gehe mal oben hin. Ich setze mich mal dorthin. Hier hat es sogar noch Panoramadach. Oder soll ich da unten gehen? In der Zeit, wo ich noch warten muss, laufe ich mal ein bisschen durch den Zug. Oh, jetzt fährt er los. Ah nein, das ist der Gegenüber. Das ist das Problem, wenn man gute Kopfhörer hat. Hört man den eben auch noch? Mit der Main-Spessart-Bahn hat man die Möglichkeit, Passagier- und Güterzüge über die beachtliche Spessart-Rampe zwischen Aschaffenburg und Gmünden zu fahren. So, los geht's. Sie fahren in einem Doppeldecker-Personenwagen, gezogen von einer BR-146.2 Elektrolokomotive. Diese Wagen fahren in Deutschland seit den 1970ern, um mehr Kapazität zu bieten. Also ihr seht auch die neuen Effekte mit Spiegelungen etc. sind sehr schön gemacht. Also ich habe ja im Winter Sale das Spiel gekauft und bin immer noch nicht durch mit allen Tutorials und so. Also es ist sehr, sehr umfangreich. Also ich werde da noch x Stunden beschäftigt sein mit allen Tutorials durchzuspielen und so. Trainsim World ermöglicht es Ihnen, Züge aus einer Auswahl von internen und externen Kamerawinkeln zu fahren. Erkunden wir jetzt das Äußere dieses Zuges. Was ich auch sagen muss, ist übrigens, im Moment sind gerade so viele Spieler online wie noch nie. Also es ist ein richtiger Spielerzuwachs momentan im Trainsim World. Ich finde das auch noch berechtigt dazu, muss ich auch sagen.
Also wie ihr seht, es läuft absolut flüssig. Weitere interne und externe Kameraansichten können über die Zahlentasten erreicht werden. Ich bleibe gerade in der Außenperspektive, einfach weil es schön ist. Jetzt wird verlangt von mir, dass ich wieder zurück in die Ego-Perspektive wechsle. Da die Schilder übrigens kann man auch wechseln hier, wenn man Lokführer ist. Das ist möglich. Ja gut, ich gehe wie gefordert in die Ego-Perspektive. Hierher war es nur eine kurze Reise. Schauen wir, was es sonst noch zu genießen gibt. Willkommen in Bayern, bei einer der stärkst befahrenen Güterstrecken Deutschlands. Beginnen Sie Ihre Reise am Kopf eines Güter- oder Passagierzugs in Aschaffenburg. Bedienen Sie spezielle Schublokomotiven aus dem Lauffachbahnhof. Fahren Sie durch malerische Hügel und die quälende 2,1% Steigung der Spessartrampe. Kommen Sie am Gipfel von Heigenbrücken an, dessen Bahnhof nun mehr Geschichte ist, und fahren Sie hinab zur Ostgrenze an Gmünden am Main. Zudem sollten Sie beschädigte Zäune reparieren, Streckenkarten platzieren, gefallene Äste beseitigen und Sicherheitspylone aufstellen. Willkommen bei der Main-Spessart-Bahn. Also ich muss wirklich sagen, die Strecke ist wunderschön, bin ich auch schon ein paar Mal gefahren. Wie ihr am Level erkennen könnt, ich bin da schon Level 6. Also die ist wirklich sehr schön gemacht. Persönlich gefällt die mir sehr gut. Auch weil es ein bisschen ländlich gehalten ist und so. Ich muss sagen, es hat wirklich wunderschöne Strecken, egal ob es Stadt, Land. Aber mir persönlich gefällt Land natürlich besser. Also ich freue mich als Schweizer natürlich extrem, wenn die erste Schweizer Karte rauskommt oder Schweizer Add-on im Trainsim World. Ja gut, das war die Einführung dazu. Ich werde die drei Tutorials auch nochmal machen und hochladen auf YouTube. So könnt ihr euch selbst ein Bild von den Loks machen. Aktuell gibt es 33 Lokomotiven im Spiel, 608 Kilometer Strecke. Und wie gesagt, ich habe nur einen Bruchteil bis jetzt gesehen und gefahren. Also ihr seid da wirklich Stunden beschäftigt, die noch gezögert haben. Ich kann ganz klare Kaufempfehlung geben, also vorausgesetzt, ihr habt einen guten PC. Wenn ihr keinen guten habt, würde ich noch den Train Simulator empfehlen. Ja gut, ich werde mal das Video beenden, damit es nicht zu lang wird und damit ich die anderen drei auch noch machen kann. In dem Sinne, alles Gute und wir sehen uns vielleicht auf der Piste. Bis dann, bye bye.